Für die ehrgeizige Journalistin Megan Miles scheint ein Traum wahr zu werden. Der lang ersehnte Job als Nachrichtensprecherin bei einem landesweiten TV-Sender ist in greifbarer Nähe gerückt. Als sie jedoch erfährt, dass sie den Karrieresprung nur knapp verpasst und sich auch noch ihr Freund von ihr getrennt hat, beschließt die sonst eher geradlinige, konservative Megan, den Kummer zusammen mit ihren Freundinnen mit einer rauschenden Partynacht zu vergessen. Gekrönt von reichlich Alkohol und einem One-Night-Stand mit einem schönen Unbekannten. Dumm nur, dass sich Megan am nächsten Morgen nicht nur verkatert, sondern auch hilflos ohne Telefon, Geld, Ausweis oder Auto wiederfindet. Und das mitten in L.A. Ein Missverständnis folgt dem anderen und bald hat Megan auch noch die Polizei am Hals. Zu allem Überfluss ist sie nun doch wieder im Rennen für den Traumjob, wenn sie es nur rechtzeitig zum Vorsprechen beim Sender am anderen Ende der Stadt schafft. Walk of Shame, oder wie er hier heißt, Mädelsabend, nüchtern zu schüchtern, ist mal wieder ein Sommerfilm, wie er im Buche steht. Nichts, was man wirklich im Kino sehen muss. Er ist ganz nett und hat auch ein paar ganz lustige Szenen, die allerdings alle auf den Missverständnissen beruhen. Allerdings ist der Film extrem vorhersehbar. Wobei es dann schon wirklich erstaunlich ist, dass viele der Szenen, die man schon wirklich Minuten vorher erahnt hat, dann trotzdem noch sehr unterhaltsam sind. Aber leider hat der Film trotzdem einige Längen. Und es ist zudem noch so, dass wenn man den Trailer gesehen hat, man eigentlich die besten Szenen des ganzen Films gesehen hat. Das ist leider eigentlich ein No-Go bei Filmen, da es dann eigentlich keinen wirklichen Sinn mehr macht, sich den Film anzusehen. Da es aber trotzdem lustig ist, Megan Miles zu sehen, wie sie versucht, ihren Traumjob doch noch zu bekommen, bekommt der Film Mädelsabend, nüchtern zu schüchtern, doch 5,5 von 8 Punkten. Im Übrigen ist der Originaltitel Walk of Shame um Welten besser. Ich wüsste mal zu gerne, wer sich immer die deutschen Titel ausdenkt. Wir gehen jetzt feiern. Komm los. Na gut, aber ich bleib in meinen Jogginghosen. Nein, du ziehst was Nuttiges an, wie Denise. Ich besitze nicht was Nuttiges wie Denise. Warum ist es so laut hier drin? Zeit für Schnäpse. Jetzt schon? Hast du Lust zu verschwinden? Und wie bleibst du hier sitzen? Hängst du fest? Ja, ich hänge fest. Jetzt bringe ich dich sicher nach Hause. Wo wohnst du? Wo wohnst du denn? Vertraust du mir? Sie haben 4 neue Nachrichten. Megan, der Sender braucht ein neues Gesicht. Die kommen heute vorbei. Das ist die Chance, auf die du dein ganzes Leben gewartet hast. Oh nein, nein, halt, halt, meine Tasche ist da drin! Sich ranpirschen ist eine blöde Idee. Du verschwindest jetzt besser. Was soll denn der Scheiß? Ich verschwinde. Dann verschwind woanders hin. Bitch, wieso bist du so schnell? Ich war in der Schule im Leichtathletik-Team. Wo ist Megan? Ich weiß es nicht. Sie ist einfach weg. Die Leute vom Sender kommen heute, um Megan zu sehen. Wenn du Megan Miles wärst, wo würdest du jetzt sein? Stehen bleiben! Nicht falsch! Nein! Oh je, da überquert eine Frau in einem gelben Kleid den Freeway. Ich bräuchte jetzt echt einen Freund. Leihst du mir bitte dein Fahrrad? Okay, du bist ein Engel. Zeig mir deine Maps und ich leih dir mein Fahrrad. Ohne die Fahrzeugpapiere darf ich Ihnen das Auto nicht geben. Ich hab den Schlüssel. Sehen Sie? Hup, hup. Hören Nein. Sie das Hup? Nicht? Nein, Sie können kein Hup, hup mit Ihrer Hand blocken. Hup, hup.